sollten noch Ausschau nach dem Knaben halten. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Batman Arkham Knight. Lucius, öffne die Einfahrt zum Parkplatz. Ich war der Meinung, Sie wären bereits hier, Mr. Wayne. Wohl ein Systemaussetzer. Ich lasse das gleich überprüfen. Eine großartige Nacht, um einer von den Bösen zu sein. Das ist das wahre Gotham. All die anderen haben es nicht ertragen. Deshalb sind... Mr. Wayne, ungebetene Gäste haben sich Zugang zum Gebäude verschafft. Welchen Herr Lange? Gegner am Wayne Tower gesichtet! Ach, hast du schon hinten einen angeschlossen? Was denn? Nein. Waren dann doch ein bisschen viele Panzer. Ach, Bats, du Scherzkeks. Mich legst du nicht rein. Bats? Bats! Mr. Wayne, ungebetene Gäste haben sich Zugang zum Gebäude verschafft. Nicht mehr lange. So, jetzt läuft's doch gleich viel besser. Wo ist die letzte da? Und geh kaputt.
Das scheint der letzte gewesen zu sein, Mr. Wayne. Ihr Upgrade steht zur Abholung bereit. Ich rüste das Batmobil mit dem neuesten bodendurchdringenden Sonar aus, Mr. Wayne. Senden Sie einfach einen Sonarimpuls nach unten, dann kann der Bordcomputer ein Scanbild erstellen. Und ja, es ist empfindlich genug, um schon lange tote Pflanzenwurzeln aufzuspüren, falls sie dort zu finden sind. Ja, jetzt haben wir einen Sonar. Lucius, es dürfen keine Drohnen mehr reinkommen. Regeln Sie das Gebäude ab und übertragen Sie die Fernproduktion an Alfred. So gut wie erledigt, Mr. Wayne. Viel Erfolg, Batman. Master Bruce, ich fürchte, diese Drohnen waren nur der Anfang. Ich sehe eine signifikante Truppenbewegung von Fahrzeugen von Farnus Island in den Norden und Süden der Stadt. Der Arkham Knight will die Schlingel zuziehen. Ich bin vorbereitet, Alfred. Sehr wohl, Sir. Ivy, ich habe einen Weg gefunden, das Wurzelsystem unter Gotham zu verfolgen. Folge den Wurzeln. Sie werden dich zum Ziel führen. Twin Rattler zerstört! Ich kann sie spüren, Batman. Näher ran. Such weiter. Sie erwacht aus einem langen Schlaf. Es ist nur die Frage, wie man da hinkommt. Du musst näher ran. Ich kann sie wachsen lassen, Batman, aber du musst sie aufwecken. Befreie sie, Batman. Das reicht nicht. Suche tiefer. Tiefer muss ich, okay. Noch tiefer rein. Du bist zu weit weg. Hast du Batmans Wagen gesehen? Wahrscheinlich Pflanzen verteidigen. Ah! Ivy! Sie greifen meine Pflanze an! Beschütze sie! Schieß weiter! Erledigt sie! Ja, Sir! Regelt die Gegner! Niemand kommt auf das Dach! Ich kann ihre Rinde härter als Stahl machen, aber ich brauche Zeit! Ich werde sie beschützen. Versuch doch! Sie fern.
die Milizkräfte ausschalten, die Ivy. Kämpf weiter, Batman. Ihr sollt ihn aufhalten! Beschütze sie, Batman. Nur noch ein bisschen. Nicht mehr lange. Nimm das! Erstmal den hier ausschalten. Nein, da kommt noch. Jetzt aber. Geschafft. Sie ist ausgewachsen. Jetzt sollte sie stark genug sein, um das Toxin zu neutralisieren. Hoffentlich müssen wir das nicht rausfinden. Bleib in den Gärten, Ivy. Ich melde mich, wenn sich etwas tut. Alfred, sag mir, du hast den Cloudburst gefunden. Ich wünschte, das könnte ich, aber ich stoße hier auf zahlreiche Interferenzen. Sicher eine bewusste Maßnahme, um ihr Vorgehen zu verschleiern. Mach eine komplette Analyse der Truppen des Arkham Knight. Natürlich, Sir, aber das braucht Zeit. Lade die Daten auf den Bat-Computer im Filmstudio hoch, wenn du fertig bist. Ja, Sir. In der Zwischenzeit gilt es noch in mehreren offenen Fällen zu ermitteln. Alfred, ich bin auf dem Weg zu den Filmstudios. Bereite die Analyse des Stützpunktes des Arkham Knight auf Founders Island vor. Es wird Zeit, in die Offensive zu gehen. Sehr wohl. Die Höhle des Löwen erwartet Sie. Wer hätte das gedacht? Der große böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild. Da hat er mich dran gekriegt, der Joker, ey. Gehört, Batman ist nicht mehr derselbe, seit der Joker tot ist. Denk nur an Robin da unten, der sein Leben mit Barbara plant. Öffnen. Vielleicht überlegt er sich Namen für all die kleinen Fledermäuschen, die sie mal bekommen. Er kann so froh sein, sie ist so liebenswert. Für meinen Geschmack nur ein klitzekleines bisschen zu tot. Sir, wie werden Sie Marcel Drake von Barbara erzählen? Er wird erschüttert sein. Er könnte unüberlegt handeln. Gar nicht. Noch nicht. Ich brauche ihn für das Heilmittel. Sir, es war schlimm genug, Miss Gordons Entführung zu verschweigen. Aber das ist falsch. Wir alle müssen Opfer bringen, Alfred. Sie sollten sich das gut überlegen, Sir. Wenn er herausfindet, dass sie fort ist und sie es verschwiegen haben, werden sie ihn verlieren. Für immer. Schön, dich zu sehen, Batman. Aber das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Ist es da draußen so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Das kriegst du doch in den Griff, oder? Sir, die Langstreckenscanner konnten den Cloudburst nicht aufspüren. Schick den Batwing und lass ihn einen Thermalscan durchführen. Geht nicht, Sir.
Founders Island wird durch einen an zwei Radartürme angeschlossenen Raketenwerfer geschützt. Sie werden weder Batwing noch Batmobil in die Nähe bringen können. Ich kann die Radartürme zu Fuß zerstören, wenn wir einen Weg finden, die Drohnen auszuschalten, die sie beschützen. Nun, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe eine besondere Drohne identifiziert, die als Relais für alle eingehenden Funksprüche zu dienen scheint. Wenn ich diese Drohne in die Finger kriege, können wir vielleicht die Sicherheitsprotokolle rückentwickeln und mir genug Zeit verschaffen, die Radartürme auszuschalten. Vielleicht, Sir, aber es hört sich gefährlich an. Zu gefährlich. Es ist der einzige Weg. Ich halte dich auf dem Laufenden. Immer noch nichts von Barbara. Vertrau mir, Robin. Es geht ihr gut. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Du musst das nicht allein tun, Bruce. Ich helfe dir. Ich regle das. Wir brauchen das Heilmittel. Und das kriegen wir. Dauert nicht mehr lange. Hör zu, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Nein, 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 so wird das nichts. Du bringst uns da nicht rein, Brucey. Das wäre wie eine schlechte Sitcom. Zwei verrückte Mitbewohner, eine Quarantänezelle. Ich kenne mich mit Comedy aus. Das wird lahm, bestimmt. Ich war sicher, du würdest es ihm sagen. Ehrlich zu ihm sein wie bei Gordon. Aber du hast dir gedacht, warum sollen wir ihn jetzt brechen, wenn wir ihn später zerstören können? Klassischer Joker-Zug. Etwas wahr? Also ich wuchere hier jetzt schon eine ganze Weile in dieser Höhle von einem Verstand herum. Du glaubst ja tatsächlich an diesen Heilmittel-Nonsens. Ha! 1600 Meter. Oh, vergiss das Heilmittel. Konzentrier dich einfach darauf, den Arkham Knight zu erledigen. Das wird ein Abend sein. Die letzte gute Tat, die du vollbringen wirst. Die Insel wird wirklich gut bewacht. Keiner weiß, wo der Knight ihn hingebracht hat. Das wird er uns Fußsoldaten ganz sicher nicht verraten. Lex Luthor hat hier irgendwo ein Gebäude stehen, nicht wahr? Drüben am Plaza. Hast du auch gehört, dass er in die Sache Geld investiert haben soll? Würde mich nicht wundern. Hey, wie spät ist es? Echt jetzt? Was meinst du? Wir sind auf einem Dach gegenüber der größten Uhr in Gotham postiert und du fragst mich nach der Zeit? Oh, hab ich übersehen. Ich war damit beschäftigt, die Brücke zu bewachen. So lautet unser Befehl. Scheiß auf Befehle. Wenn du die Zeit wissen willst und gegenüber einer verdammt großen Uhr stehst, dann schau drauf. Glaubst du, Batman wird sich anschleichen, wenn du kurz deine Augen von der Brücke abwendest? Ivy ist verschwunden. Batman hat den Killertrupp ausgelöscht. Scarecrow ist sauer.
Wenn ich an den Kommunikationschip in dieser Relais-Drohne herankomme, könnte ich herausfinden, wie man sie deaktiviert. Mit dem Relais-Chip kann ich die Drohnen zeitweise blenden. Das gibt mir genug Zeit, die beiden Radartürme lahmzulegen. Wo ist denn das Ding? Ich muss das Radar zerstören, bevor die Drohne wieder aktiv wird. Wie zerstöre ich das? Wahrscheinlich mit Explosivgel. Ja. Die erste Radarantenne wäre erledigt. Störung. Ich weise einen Techniker zu. Negativ. Das war Batman. Radarantenne B bereit machen. Das Primärziel nähert sich. Ihr habt gehört, was der Knight gesagt hat. Die Fledermaus kommt. Durchladen. Mal sehen, ob wir so gut ist, wie alle sagen. Sind die Geschütze online? Bestätigt. Wir dürfen das Radar nicht verlieren. Es ist das Einzige, was sie davon abhält, seinen Panzer auf diese Insel zu bringen. Das sind so. Das sind. Bleibt wachsam, Männer. Wir können uns keine Nachlässigkeit leisten. Achtung, Batman ist hier! Die sind manchmal schon schlimm. Ich weiß, was du von dieser Möchtegern Fledermaus hältst. Das ging mir mit diesen billigen Joker-Kopien in den Filmstudios auch so. Es kann nur einen Joker geben, Bats. Und der bin ich. Also, du. Okay, wir. Also sei ein guter Junge und schlachte alle für mich ab. Der Joker-Genpool gehört gereinigt. Zwei Geschütztürme. Wie komme ich da am geschicktesten rein? Hier kann ich was machen. Ich sagte dem Arkham Knight, dass er dich nach der heutigen Nacht. Ich warne ihn aber, dass deine Bürgerschaft nicht mehr Männer sein wird.
kann die Geschütze mit dem Distanzhacking-Gerät kurzzeitig blenden. Alfred, das Radar ist Geschichte. Dann wäre da noch das kleine Problem mit dem Langstreckenraketenwerfer. Wenn er ausgeschaltet ist, kann ich den Batwing entsenden und den Cloudburst scannen. Ich bin auf dem Weg. Er hat das zweite Radar verloren. Wie kann das sein? Er hat es an den Geschützturm vorbeigeschafft. Haltet den Raketenwerfer gefechtsbereit. Ich herrsche über den Himmel. So, das war's dann auch mit der heutigen Folge Batman Arkham Knight. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.